Danke, Herr Präsident, danke, Herr Minister, Finanzminister, Verkehrsminister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Damen und Herren vor den Bildschirmen und auf der Galerie. Als 25. Redner zu Top 19 ist von meiner Rede nicht mehr sehr viel lieben. Ich werde mir ein paar Schmankerl heraussuchen, wo ich der Meinung bin, das ist erwähnenswert. Sehr geehrter Herr Finanzminister bzw. Herr Verkehrsminister, es gibt eine Situation, die bei der ASFINAG wir uns einige Male angeschaut haben. Die ASFINAG ist derzeit mit 11,7 Milliarden Euro verschuldet. Das wird aufgebaut bis 2020 auf 13 Milliarden und danach beginnt man mit der Entschuldung und innerhalb von 20 Jahren bis 2040 soll dann die ASFINAG entschuldet sein. Und gleichzeitig schüttet man eine Gewinnausschüttung von 45 Millionen Euro aus. Das ist mir nicht verständlich. Des Weiteren, sehr geehrter Herr Minister, es gibt ein Problem bei den Vergaben. Sie haben die Investitionen angesprochen, 2015 1 Milliarde, 2016 1,1 Milliarden, insgesamt 3 Milliarden Investitionen. Und aus meiner Sicht werden diese Investitionen ausschließlich in den Rachen der Firmen, der Konzerne und der Baufirmen gestopft, weil die KMUs und die Firmen als Subunternehmer arbeiten müssen. Hier müsste man viel mehr dagegen ansteuern, dass es möglich ist, dass durch kleinere Baulose, dass durch kleinere Projekte, die auch wirtschaftlich für die KMUs leistbar sind, diese tatsächlich zu Aufträgen kommen. Und daher meine Bitte in dieser Hinsicht, steuern Sie dagegen, dann werden diese Investitionen auch tatsächliche Investitionen für die kleinsten, kleinen und mittleren Betriebe sein. Und das belebt die Wirtschaft wirklich. Über Einsparungspotenziale möchte ich auch noch reden. Ich weiß, ich habe ohne Erfolg in der letzten Ausschusssitzung Sie gefragt in Bezug auf Betreibermodelle. Sie haben mir gesagt, Betreibermodelle wird vom Markt nicht gefragt und daher wird es hier auch zukünftig keine Betreibermodelle mehr geben. Ich möchte Ihnen sagen, ich glaube Ihnen das sogar. Nur wenn die Betreibermodelle, die Regionen nicht attraktiv genug sind, sodass sie für die Privatwirtschaft vernünftig zu bearbeiten sind, dann wird es keine Betreibermodelle mehr geben. Aber meine Bitte, wenn Sie sich vielleicht noch Regionen, die auch wirtschaftlich erträglich sein können, aussuchen, dann wird es diese Betreibermodelle geben. Und wenn man noch dazu das in Sparten aufteilt, ich denke daran, im benachbarten Ausland werden Beleuchtungsprojekte ausgeschrieben. Der Tausch auf LED in Tunnel und auf der freien Strecke könnte ebenfalls für die ASFINAG und für Privatfirmen lukrativ sein. Und daher meine Bitte, in dieser Richtung etwas zu tun. Danke. Nächster Redner ist...